ich pack das immer noch nicht. Ist das etwa, was Emmy sich unter mehr Aufregung vorgestellt hat? Basti dabei zuzuschauen, wie er sich die Palme wedelt? Will die mich eigentlich verarschen? Hey! Wo warst du die ganze Nacht? Mann, ich hab dich die ganze Zeit angeguckt. Ich will mit dir reden, bitte. Ach, willst du mit mir reden, ja? Okay, über wo wollen wir anfangen? Über Gott und die Welt? Oder wollen wir direkt zu dem Punkt zweiten, als du perverse Spielchen mit Basti gespielt hast? Ich hab doch aber nie mit ihm geschlafen, Jan. Das musst du mir glauben. Du hast wirklich nie mit ihm geschlafen? Dann macht das natürlich die ganze Sache besser, wenn er dich nur ein auf die... Willst du mich verarschen, Emmy? Lass mich das doch bitte einfach... Ich will gar nichts... Mann, bla, 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 bla. Was willst du von mir? Was erwartest du denn jetzt? Bitte bleib hier und lass mich... Ich will nicht... Willst du mich verarschen? Du telefonierst doch mit dem? Habt ihr noch irgendwelche perversen Telefonspiele oder was? Ich hab ihn weggedrückt. Was ist mir doch fucking egal? Er ruft dich trotzdem an. Weißt du was? Ich werde jetzt mal zu ihm persönlich vorbeigehen und ihn fragen, wie er es findet, sich auf vergebene Mädchen zu... Dieser perverse Alten... Ich hab jetzt die scheiß Fresse poliert. Hey, du bist besoffen, du bist jetzt mal absolut nicht besoffen, Alter. Mein Plan ist ja zu Basti zu gehen und den ganz diplomatisch zu fragen, wie er es findet, sich auf vergebene Mädchen zu Alter. Ich kann dich nicht durchlassen. Digga, du kannst mich durchlassen, weil wir Freunde sind. Bruder, genau deswegen, weil wir Freunde sind, kann ich dich jetzt nicht rauslassen. Weißt du was? Und du dich erst recht, du lässt dich von Basti Janis, Alter. Ich hab den Verräter, Alter. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann. Verräter alles. Ich wollte das alles doch nicht. Hätte ich gedacht, dass das so eine Welt schlägt, dann... Ich wollte Janis niemals so verletzen. Ich will nicht mit dir reden. Ich will meine... Verstehst du das nicht? Ich will dich nicht mal sehen, Mann. Lass uns das bitte klären, okay? Alles klar. Dann erklär mir doch mal die kranke Scheiße, die zwischen dir und Basti abgelaufen ist. Wie lange geht denn das schon? Noch nicht so lange. Was heißt das im Kontext, dass es nicht das erste Mal war? Nein. Das ist... Hat alles spontan angefangen, also zufällig. Das war so ein Machtspielchen zwischen mir und Basti. Und ich habe mich halt einfach ein paar Mal vor ihm entblößt, damit er sich auch... Warum? Wieso? Keine Ahnung, weil ich schön fand, dass ich Basti unter Kontrolle hatte. Ich habe Bastis Blicke genossen und dass er mich begehrt und das... war genau das, was ich bei dir vermisst habe, was ich dir versucht habe, die ganze Zeit zu erklären. Weißt du, jetzt bin ich schuld? Jetzt bin ich daran schuld, dass du dich von anderen Typen entblößt und es zulässt, dass dieses kranke Schwein sich auf dir einen runterholt? Hä? Und diesem Machtspiel, hättest du einfach sagen sollen, ey, Janis, steckt ein Knebel bei deinem Mund. Red doch einfach mit mir, anstatt sowas zu machen. Ich hab's auch versucht. Du hast es versucht, du hast es... Ich hab nicht einmal gehört, ey, es läuft da was mit Basti. Wie, war der überhaupt der Einzige oder waren da noch mehr? Pete? Henry? Oder eine ganze Horde von Männern? Ich hab gedacht, nach diesem ganzen Stress mit Euler hätte ich endlich mal eine Frau gefunden, die so tickt wie ich. Du bist einfach eine kranke Schlampe. Du ekelst mich richtig an. Jetzt geh einfach raus. Los, raus jetzt! Ich kann Amy gerade einfach nicht sehen. Dieses Bild, das... Das will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Ich würde am liebsten kotzen. Janis hat dich jetzt also dabei erwischt. Mhm. Das ist scheiße. Ich weiß. Ich hätte es besser gefunden, wenn du ihm das gesagt hättest. Aber ey, es ist jetzt, wie es ist. Alles gut. Das wird vorübergehen, Emmy. Okay? Pass auf, das mit Nina, okay, aber das hat er dir auch verziehen. Brauch einfach nur Zeit. Wenn er das hier wird er mir nicht verzeihen. Emmy. Nein, es wird so, wie er drauf war. So habe ich den noch nie erlebt. Der ekelt sich von mir, Miller.
Ich hätte gesagt, ich bin eine egoistische Schlampe. Also, bevor ich Angst habe, dass dasselbe wie früher eintrifft, was ich mir alles erzählt habe. Dass er abstürzt. Wegen mir. Nein, Emmy. Nein. Das war damals ein beruflicher Druck, den er hatte. Deswegen hat er zu irgendwelchen Legal Highs und da Psychosen. Und nee, das wird nicht nochmal passieren. Das ist nicht Janis. Und wie gesagt, wenn er dir das mit Nina verzeihen hat, dann wird er dir auch das verzeihen. Aber das braucht jetzt erstmal Zeit. Das ist eine Wunde. Die ist ganz tief und ganz frisch. Die braucht jetzt, um zu verheilen. Wenn Janis wegen meinen Fehlern wieder abstürzt, dann werde ich mir das nie verzeihen. Warum muss ich auch so blöd sein? Ich komm einfach nicht drüber hinweg. Mann, warum hat Emmy nicht direkt mit Basti ge... Klar wäre das scheiße, aber das wäre wenigstens was Klares. Und ich müsste mich hier nicht mit so einer kranken Scheiße auseinandersetzen. Ich habe die ganzen Nägel heiß weggeworfen, als ich damals in Therapie musste. Sagen. Janis hat mit einem recht. Bin ich nur ein beschissener Loser? Ich bin auch noch ein Psycho. Naja, eher ein Freak. Was willst du hier? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Verstehst du es nicht, dass ich dich einfach nicht sehen will, Mann? Du willst dich erst abreagieren, wenn du dich mit Basti geschlagen hast, oder was? Hast du etwa Sorgen um diesen blöden... Nee, ich mach mir Sorgen um dich, Janis. Weil so kann's nicht weitergehen, okay? Wie soll's denn weitergehen? Nach der ganzen kranken Scheiße, die hinter meinen Rücken mit Basti abgezogen hast. Emmy, wie soll's weitergehen? Liebst du mich überhaupt noch? Natürlich liebe ich dich, wirklich. Liebst du nicht? Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Mann. Du aus deinem Mund kommt. Geh am besten, bevor da noch mehr Scheiße rauskommt, Mann.
Als ob du mich jemals geliebt hättest, Mann. Janis, ich liebe dich. Du lügst, nein! Du liebst mich nicht! Du hast mich einfach nur so lange ausgenutzt, bis ich dir zu langweilig wurde. Und ich Idiot, ich hätte schon vorher denken sollen, nachdem ich dich mit dieser Nacktbohne erwischt habe. Du weißt, dass es Bullshit ist, was du gerade sagst. Emmy, ich hab keinen Bock mehr auf deine Spielchen. Ich kann das nicht mehr. Pass auf, nein, zwischen uns beiden ist es vorbei. Vorbei. Jetzt geh einfach. Lass mich einfach in Ruhe, Mann. Nein. Geh jetzt, Mann! Lass geh uns doch jetzt! Einmal normal reden, nein! Bitte! Wo ist da das Problem, einmal wie normale, erwachsene Menschen zu reden? Geh, Emmy. Wirklich. Geh. Verschwinde, Mann! Immer schon. Ich bestimme das Tempo. Mach weiter! Oh Gott, du bist so sexy. Jetzt ist doch eh alles scheißegal. Ich bin allein. Also, wen interessiert's? Ich weiß, dass es scheiße ist, die Situation gerade. Und ich weiß auch, dass es echt wehtut. Aber es geht vorbei. Und vielleicht ist es gut so. Vielleicht braucht ihr eine Pause. Ich meine jetzt mal, Emmy, Butter bei den Fische. Warst du glücklich in dieser Beziehung? Hat dir Janis das gegeben, was du gebraucht hast? Konnte er das alles erfüllen? Du bist deinen Weg gegangen. Und er verlief so. Es ist alles gut. Es ist richtig. Ich hast so recht. Aber ich wollte nicht, dass das alles so endet. Ich weiß, und dass er es so herausfindet. Emmy, ich weiß. Alles gut. Ich will es nur gemacht, Mala. Hey, pass auf. Wie gesagt, gib denen einfach Luft und Zeit. Und dann wird das alles wieder. Wir werden alle drüber hinwegsehen. Keine Ahnung. Ja? Ich glaube nicht, dass ich alles drüber hinwegsehen kann. Auch er wird's, Emmy. Auch er wird's. Ich wollte doch nie, dass Janis das erfährt. Geschweige denn auf diese Art und Weise. Mann, was habe ich ihm denn angetan? Was hast du denn gedacht, du kleiner Möchtegern-Künstler? Dass ich dich heirate? In welcher Welt lebst du denn? Peinlich und langweilig, genauso wie deine Kunst. Verpiss dich! Janis, du bist peinlich. Peinlich, peinlich, peinlich. Du bist peinlich, was ist los? Was machst du hier? Bist du mich auch zu verarschen? Wie die anderen? Denkt ihr eigentlich, höre ich dich? Was machst du? Was machst du? Was macht ihr? Was denn?
Ich bin's doch. Hallo, Janis. Was ist hier? Geh raus, geh zu den anderen. Komm, zerreiß dir weiter das Maul über mich. Komm, raus. Peinlich. Ich scheiß auf die alle. Die hat mich doch alle eh nur für den letzten Trottel. Und das nur wegen dieser beschissenen... Fuck it. Keiner nimmt dich hier wahr. Und denkst du, dass ich dich hören kann? Ich schwör's die ganze. Dass du gedacht hast, dass ich auf dich stehe, das ist ja einfach nur lächerlich. Im Gegensatz zu dir wenigstens ein richtiger Mann. Der konnte mich wenigstens richtig anpacken. Und du? Du kriegst das alles nicht auf die Kette. Selbst eine Frau konnte es mir besser besorgen als du. Hast du echt gedacht, dass ich dich jemals lieben würde? Sowas wie dich kann man gar nicht lieben. Sieh es ein, du hast es einfach nicht drauf. Und was willst du noch von mir? Du ekelst mich nur noch an, du bist ja jetzt so Dreck. Halt die Fresse, Mann! Janis? Hey, ist alles okay bei euch? Janis? Oh, ey. Ich lass mich nicht mehr von euch verarschen. Ich lass mich nicht verarschen! Ich will dich niemand verarschen. Digga, du siehst gar nicht gut aus. Ist alles in Ordnung mit dir? Digga. Die wollen mich doch alle nur fertig machen. Die lachen sich doch den Arsch über mich schlapp. Du kannst es nicht länger verheimlichen. Ja, okay, laden wir deine Kollegen ein. Verrate noch nichts, lad die ein und sag, wir feiern meinen Geburtstag nach. Rede! Geht doch endlich weg, Mann. Ihr seid nicht echt. Ich weiß, dass ihr nicht echt seid. Kann man das ausziehen? Was sieht's denn aus, hm? Das ist ja nur, wenn wir nicht so gut sind.